Einen schönen guten Abend. Es ist Freitag. Wir haben 18.08 Uhr und es sind 9 Grad Celsius. Ich bin hier an den Rheinterrassen in Düsseldorf. Hier ist der Rhein, logischerweise. Können wir den Blick schweifen lassen. Hier weht ein einigermaßen Wind. Der ist aber hier in der Stadt nicht zu spüren, eher hier, wo wir jetzt stehen. Es ist mittlerweile dunkel geworden in Düsseldorf. Hier am Rhein bin ich immer sehr gerne, weil man hier irgendwie eine weite Sicht hat, wo sich die Stadt auftut. Und ich hatte heute mal überlegt, was anderes zu machen, um auch wieder ein bisschen Großstadtfeeling zu haben, nicht durch den Stadtteil zu laufen. Und da hat es mich spontan nach Düsseldorf gezogen. Basilika St. Lambertus. Hier ist noch so eine alte Kapelle, ich glaube St. Josefs Kapelle heißt die. Steht hier irgendwas? Das ist nur ein Post. Öffnungszeiten, wo man da rein kann, ist die älteste Kirche der Düsseldorfer Altstadt. Da kann man natürlich jetzt im Dunkeln nicht viel sehen. Ich habe hier meine neuen Schuhe an. Die laufen echt gut. Die sind besser, als ich dachte. Also, als ich mir erhofft hatte. Hier sehen wir erleuchtete Fenster immerhin. Das ist doch schön. Toll. Ich bin heilfroh, dass ich die Schuhe jetzt habe. Richtig machen hier die Kamera. Ja, und dann wollen wir mal gucken, was wir hier in Düsseldorf so finden. Hier drin in der Stadt merkt man den Wind gar nicht. Das habe ich mir auch schon gedacht. Und für den regulären Altstadtbetrieb ist es, glaube ich, noch ein bisschen früh, obwohl ich heute auch gar nicht vorhabe, groß durch die Altstadt zu laufen. Die streifen wir hier so ein bisschen. Ansonsten lasse ich mich hier ein bisschen treiben. Hab mir jetzt keinen genauen
Routenplan zurechtgelegt und dachte mir einfach, ich guck mal, was man so findet. So war es zum Beispiel ein bunter Klecks. Hier in der Straße sind wir auf dem Kanal noch nicht gewesen. Zum goldenen Einhorn hier links. Gucken wir mal hier ein bisschen rein, wie wir dann gleich hier abbiegen werden. Diesem Lichternetz hier. Hier gefällt mir das persönlich besser als im Herzen der Altstadt. Also wenn ich mich irgendwo niederlassen würde, dann lieber hier. Ja, und die Zeit der Dämmerung, die geht so langsam, aber sicher ihrem Ende entgegen. Sonnenuntergang schiebt sich auf 17.30 Uhr vor, so langsam. Ich denke, nächste Woche sollten wir das erreicht haben. Geht noch, aber ich merke, wie die Tage heller werden. Besonders wenn wir so offene, sonnige Tage haben. Das war eher selten, aber ab und zu ist es ja mal so. Ich habe jetzt hier auf meiner Kamera die neue Firmware drauf, das neue Betriebssystem. Und da hat man auch was geändert mit dem Aufnahmeknopf. Da muss man jetzt höllisch aufpassen, dass man den auf gar keinen Fall länger drückt, weil dann die komplette Aufnahme gelöscht ist. Und das wäre am Ende eines Videos fatal. Kann man das gleich nochmal machen. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, hier links. Ich guck mal, dass ich hier rüber komme. Kunstverein hier drüben. Auch eine schöne Kirche hier. Hier stehen auch ein paar große Figuren.
Hier links ist das bekannte Komödchen. Der Ticketschalter ist besetzt. Wir streifen jetzt die Altstadt so ein bisschen, laufen da einmal durch. Eine richtige Altstadttour machen wir heute nicht. Aber um von A nach B zu kommen, laufen wir jetzt hier durch. Hier geht es richtig in das touristische Altstadtleben rein. Da würden wir wahrscheinlich auch einiges an Copyright-Strikes bekommen. Ich habe mal geguckt auf meinem Kanal. Es sind drei Videos von betroffen. Und einen Livestream hatte man mir auch nicht als werbefähig testiert. Ein älterer, im Nachhinein wohl passiert. Und da habe ich erstmal Einspruch erhoben. Und tatsächlich, dem Einspruch wurde stattgegeben. Denn ich habe nicht gewusst, was damit falsch ist. Wir jetzt hier die Flingerstraße. Das auch gehört mit zur Fußgängerzone der Innenstadt. Aber die lassen wir heute ein bisschen außen vor. Kennen wir ja. Wir suchen jetzt unseren Weg hier so. So langsam bekomme ich wieder Hunger. Wir haben nämlich heute früh gegessen. Meine Tochter hatte Homeoffice in der Ausbildung. Meine Frau hatte Homeoffice. Und da konnten wir uns mittags was machen, ein richtiges Mittagessen. Die meisten Gerichte sind. Aber das ist schon länger her. Was ich hier in Düsseldorf eben gut finde, dass hier überall Licht ist, im Innenstadt-Altstadtbereich.
dass man hier um die Uhrzeit noch ausreichend Licht hat. Um mit einer Kamera in der Hand hier durchzulaufen. Richtige Staus hier. Oder ein Stau ist es ja nur genau genommen. Die Geschäfte sind noch auf. So, wir müssen hier die Straße queren. Hier links ist eine große Baustelle, kommt man nicht rum. Bis jetzt sieht es so aus, als wenn es ein relaxter früher Abend in Düsseldorf ist. Wir überqueren jetzt gleich die Kö. Wenn ich überlege, was da los war, als wir mal im Sommer hier waren, glaube ich. So ein kulinarisches Festival, erinnere ich mich. Da war hier kein Fortkommen. Ich stand hier überall im Stau. Und hier hört man die Sittiche, die an der Kö wohnen. Hier vorm Sevens. Auf der anderen Seite. Hier ist die Düssel. Dunkel und schwarz mit ein paar schönen Spiegelungen. Sevens ist ein Einkaufszentrum. Ich habe Uhrzeiten mal geparkt.
Und ich habe mir hier in Düsseldorf irgendwann mal meine HiFi-Boxen geholt. Muss hier ganz in der Nähe gewesen sein, denn bei der Aktion, ich glaube beim Probehören, wo ich die dann letztlich auch gekauft habe, aber nicht mitnehmen konnte, da habe ich hier geparkt und bin dann von hier dahin gelaufen. Hier reingefahren hat, weiß ich noch, Sevens. Und da fand ich das Parkhaus damals so unheimlich cool, so mit viel Licht und extra Fußwege da drin. Das war damals für mich eine neue Erfahrung. Ich bin mittlerweile seitdem schon in anderen Parkhäusern auch gesehen, aber damals war so ziemlich das erste Mal, dass ich so was gesehen hatte. Irgendwann ist ja immer das erste Mal. Das Beste ist, dass es heute trocken ist. Hier sehen wir so einen Turm im Hintergrund. Nochmal der Blick zurück. Ja, und ihr wisst ja, ich finde die Art von Straßen viel interessanter als die reinen Fußgängerzonen. Das ist so mein Ding. Und ich bin heute hier mit dem Lauf in Düsseldorf meinem Herzen und meinem Bauch gefolgt. Und es ist nicht immer einfach. Und das kann auch ganz schnell passieren, dass man zum Getriebenen wird irgendwie. Und das will ich tunlichst vermeiden. In einem Rutsch geschafft. Nee, schlecht. Die Sparkasse sollte man nochmal mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob da noch andere Gebäude drin sind. Ob da noch andere Firmen drin sitzen. Keine Ahnung. Sale. Hier ist nicht mehr viel los vor uns links. Ein paar Büros noch erleuchtet. Aber ich muss unbedingt was tun. Mein Akku schwächelt. Ich habe hier irgendwo meinen Notakku. Die muss ich mal eben hervorkramen. Na, wie schließe ich ihn denn jetzt an?
Ich glaube, ich habe die Kamera aus Versehen ausgemacht bei der Aktion. Hoffe dabei nichts gelöscht zu haben. Ups, was mache ich denn jetzt? Muss mich kurz orientieren. Ich glaube, hier lang ist ganz okay. Genau, dann kommen wir hier rum. Die Baustelle hat mich jetzt etwas irritiert, weil ich nicht gesehen habe. Muss man da die Straßenseite wechseln? Wo läuft man da genau lang? Hier ist der richtige Weg. Irgendwelche Rohre links in der Grube erneuert. Hammond-Orgel, das sieht man ja auch nicht oft. Die berühmte Hammond-Orgel. Ist das der Haifi-Laden, wo ich mal was geholt habe? Ich weiß es nicht. Könnte. Das ist schon so lange her. Den Namen nicht gelesen von dem Laden. Ups, mein Schuh geht auf. Ich mach mal eben aus und meinen Schuh zu. So. Moxie. Jetzt hier die Oststraße, auch eine tolle Straße, finde ich. Mein rechter Schuh quietscht. Uncool. Wenn es so ruhig ist, ein uncooler Sound. Aber was soll man machen? Das Leben ist bis ins kleinste Detail kompliziert. Ich habe ja schon zigmal angehabt. Der war immer gut. Nicht gequietscht.
Hier sind wir jetzt im japanischen Viertel angekommen. Und ich hatte überlegt, einfach hier ein bisschen rumzulaufen heute. Weil ich kenne ja hier auch nicht die ganzen Nebenstraßen. Aber ich habe mich dann für die Route entschieden, die wir heute gemacht haben und immer noch machen, so grob. Müsste man noch mal erkunden hier dieses japanische Viertel in seiner Gänze. Aber mir ging es heute ganz vor allen Dingen darum, mich in einer Großstadt zu bewegen. An so einem angenehmen Tag wie heute. Wo wir noch genügend Licht haben. Nicht auf die Haupteinkaufsstraße angewiesen sind. Als ich neulich mit dem Stadtläufer in Uerdingen war, da hatte ich zwar noch genug Licht, aber da war auch nichts mehr los und da war ich wesentlich früher da als jetzt. Ja. Weil ich jetzt auch gar nicht sehe, wie lang das Video hier ist. Zweimal gestoppt, glaube ich. Wird wieder interessant. Aus der Tonspur. Und für alle die, die es interessiert, ich habe heute wieder mein Lavalier Go, heißt das glaube ich, von Rode, das erste dran. Hat Zicken gemacht. Das ist schon wieder aus der Verankerung gerutscht. Und wenn da der Windschutz drauf ist, der größere, dann sieht man nicht, wo vorne und hinten ist, weil das hat eben eine bestimmte Richtung, wo es aufgehangen werden muss, eingehangen werden muss. Wenn man den Windschutz abnimmt, das Mikrofon richtet, ist alles easy. Aber man kriegt den Windschutz nur total schwer wieder drauf. Das ist eine echte Fummelei. Da braucht man mehrere Minuten dafür. Das ist eine Katastrophe vom Handling. Und da hatte ich gerade überhaupt keinen Bock drauf. Zu Hause kann man das machen, aber nicht, wenn man hier an der Straßenecke steht und will loslegen. Aber ich sag mal so, der Sound von dem Mikrofon ist auch top. Kein Problem. Und wir haben bestimmt noch ein paar Minuten Zeit, wenn ich noch einmal hier so ein bisschen langlaufen kann. Die Graf-Adolf-Straße zeige, das riecht hier nach Grill und ich habe Hunger.
Das ist gemein. Blick, ja. Ja, okay. Recht, Blick. Immer recht. Düsseldorf ist wirklich eine faszinierende Stadt. Ich hatte mir eigentlich die Route durch den Stadtteil ausgedacht heute. Das habe ich aber gecancelt, weil ich zu spät dran war. Und da wäre ich durch viele dunkle Bereiche gekommen. Und das wollte ich vermeiden. Ja, mal hier lang. So ein bisschen Autorangiererei, Uber Eats. In einem anderen Wagen stand da hinten auch Uber dran. Hier vor dem Deli Diner. Stehen Taxen rum und warten. Wird gehupt. Nicht zu knapp. Ja, und gleich beenden wir den Lauf. Sind jetzt hier im Prinzip vor dem Hauptbahnhof. Heute kommen keine Straßenbahnen hier. Der öffentliche Personennahverkehr ist im Streik. Was natürlich wahrscheinlich die Taxen hier freut, die hier stehen. Und das städtische Bild der Betriebsamkeit hier so ein bisschen ruhiger macht, als es hier eigentlich wäre. Stehen wir hier vor dem Hauptbahnhof. Ja, und ich möchte mich bei allen bedanken, die heute mitgekommen sind. An alle Abonnenten, die meinen Kanal unterstützen. Und wenn ihr meinen Kanal auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr ein Like da lasst, einen netten Kommentar schreibt oder den Kanal abonniert, falls noch nicht geschehen.
unter den Videos. Da habe ich einen super Thanks-Button. Das ist für die, die auf diese Art Danke sagen möchten. Und ich möchte mich hier von euch verabschieden und sage vielen Dank. Passt auf euch auf, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.